Herzlich willkommen beim Motorradmagazin aus dem wahrscheinlich schönsten Studio, aus dem ich je gefilmt habe. Das Licht hier ist sensationell. Ich wünschte, ich hätte das in meinem Heimstudio und ich wünschte, ich hätte diese Motorräder in meiner Garage. Ich kann euch heute, glaube ich, zum ersten Mal am lebenden Objekt präsentieren, welche Vielfalt diese R18 Produktpalette hat. Bis jetzt haben wir ja eigentlich fast nur schwarze Motorräder gesehen, aber es gibt nicht nur schwarz. Und es gibt jede Menge Zubehör, um diese Motorräder zu individualisieren und auch ein bisschen außergewöhnlicher, ausgefallener zu gestalten. Hier haben wir drei Beispiele und die zeige ich euch nach dem Intro. Ja, was wir gerade gemeinsam bewundern, das sind die neuen Felgen, die Icon-Felgen in Schwarz und dann eben hier schön abgeschliffen, vier Leisten jeweils. Der Kontrast ist ja immer ganz schön. Dann haben wir natürlich diese mächtige R18-Gabel, die eine Sensation ist, den runden Scheinwerfer, das Rundinstrument, alles bekannte Teile. Auch die Spiegel sind hier, die Serienspiegel. Aber nicht Serie ist diese extravagante Lackierung. Galaxy Dust heißt, glaube ich, habe hinten aber Einflüsterer, weil diese ganzen Begriffe sind neu. Und das hat so einen Flip-Flop, einen leichten Flip-Flop-Effekt, also beziehungsweise eigentlich einen starken, je nach Licht. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz so sichtbar für euch, aber speziell unter Sonnenlicht ist das eine echte Sensation. Kennt man ja auch von den Straßenkreuzern in Amerika, von den Lowridern aus dieser Custom-Kultur. Dann haben wir natürlich andere Zylinderdeckel, die sind wieder matt gebürstet, sehr simpel. Da gibt es auch eine breite Palette verschiedener Stile und das ist eben das Besondere, finde ich. Du kannst aus dem Motorrad eine 30er, 40er Jahre Optik machen oder halt ein bisschen was Moderneres, 60er, 70er. Je nach Geschmacksrichtung, je nach Geldbörse natürlich, auch der Sitz, Option 97, das steht im Endeffekt bei BMW für diese extravaganteren Teile, die extravagantere Optik. Auch der Auspuff, der ist eigentlich schon sehr, sehr eigen, gefällt natürlich nicht jedem, der Fishtail, aber der ist natürlich ultraklassisch aus den Geschichtsbüchern von BMW herausgeholt. Der offene Kardan, da habe ich feststellen müssen, der sollte nicht dreckig sein. Um den solltet ihr euch kümmern und den solltet ihr putzen, weil das dann ein bisschen unschön wird. Dann gehen wir zur nächsten. Das ist jetzt, glaube ich, die auffälligste Farbe, die ihr wahrscheinlich bisher gesehen habt von den R18. Marsrot, sozusagen der Gegenentwurf zu Elon Musks Elektro- und Weltraumschrott. Das hat halt noch einen Verbrennermotor, einen fetten 1802 Kubik. Für alle, die es noch nicht wissen, ich würde jedem empfehlen, setzt euch bitte mal in diesen Sattel. Der Anblick, der ist zum Niederknien. Also wenn man nicht sitzen würde, würde man knien. So breit wie das ist. Und das Schöne an dem ist auch noch, da habe ich eben diese schwarzen Zylinder und auch wieder diese alugebürsteten Deckel, auch die neu da drauf noch so ein ganz schönes Emblem, ganz schön gearbeitet. Das ist ein kleines Detail, aber das findet man heute kaum noch. Ja. Heute sind die Logos und die Motorradmodellnamen alle, oder vieles ist geklebt, ist billig aus Plastik und das ist halt noch feine Arbeit, Qualitätsarbeit. Eins habe ich übrigens vergessen bei dem Fahrzeug neben mir, auch neu. Da sehen wir, der Motor ist geschwärzt. Auch so ein leichter, soll ich sagen, Perleffekt drauf. Und da haben wir auch noch was, das nennt sich anscheinend bei BMW Heldenbrust. Das ist hier vorne diese Abdeckung, die ist leicht anders, vielleicht kurz zum Vergleich. Da vorne beim Standardteil sehen wir eben diese drei Ausnehmungen. Da haben wir hier mehrere ausgeschnittene, auch da vorne ist alles anders gearbeitet. Und das ist aber nicht irgendwie auffällig, nicht übertrieben, passt alles zusammen, ist schön schlüssig.
Und was mir auch so gefällt, wenn man einen schwarzen Tank hat, hebt sich der Motor nicht ganz so stark ab. Aber wenn man so eine relativ auffällige, poppige Farbe hat, dann wirkt der Kontrast noch ein bisschen stärker. Also das ist echt ein absoluter Traum. Ihr könnt mir ja kurz über die Schulter schauen vielleicht und von oben herab. Aber diese Dimensionen, die Größe von dem Teil, die erfährt man halt erst, wenn man dann hier Platz nimmt, wo man sich wirklich ein bisschen klein fühlt. Und was ich so schön finde, dass man das vor sich herführt. Ja? Dass man das so in der Hand hat und das, dieser Motor, also man eigentlich fast dem Motor folgt als Fahrer. Das ist großartig, bin ein Riesenfan. Wir haben aber hier noch eine dritte Ausführung. Und das ist Manhattan Mud, habe ich mir nicht ganz gemerkt den Namen. Das hat Manhattan Metallic Mud. Das ist ganz was Eigenes, aber das ist auch eine eigene Lackierung, weil ich finde da Grautöne, Grüntöne sogar. Also die Qualität dieser Lackierungen ist extrem hochwertig. Es hat nicht jeder einen Blick dafür. Ein Lackierer hat wahrscheinlich noch einen besseren als ich. Aber auch ich schaue da mittlerweile sehr genau, weil das einen riesen Qualitätsunterschied macht. Einen riesen Unterschied, wie man das Motorrad wahrnimmt. Ja? Und das sind eben alles ganz eigene, spezielle Lackierungen. Was haben wir da noch extra drauf? Gut, der Windschild ist bei der Classic. Habt ihr vielleicht im Test gesehen. Der ist ja auch sechsfach verschraubt. Ja, also sowas massiv verschraubt, das habe ich noch nie gesehen. Und auch das ist ja eine Sensation, eine kleine hier vorne. Ist halt dann dafür nicht verstellbar. Was man aber machen kann, man kann diesen Windschild recht einfach abnehmen. Dann bekommt das Motorrad natürlich gleich wieder eine andere Optik, falls einem der Windschutz nicht so wichtig ist. Und was auch wieder hier der Fall ist, wenn ich euch das jetzt demonstrieren kann, wenn mir der Christian Pingitz so dieses Teil gibt, auch das hat ein Gewicht. Also es gibt an diesem Motorrad nichts Leichtes. Ja. Es gibt nichts Billiges, sondern das ist alles Wertarbeit. Ich meine, wenn ihr euch das anschaut, könnte man sich das jetzt eigentlich auch so an die Wand hängen. Vielleicht da könnte man ja so Bacardi-Flasche und sowas einspannen. Ja. Ja. Vielleicht einmal als Inspiration für BMW. Okay. Genau, danke. Gerne. Bei mir ging es sich gerade und gerade aus mit 1,80, ja, mit dem Windschutz, kommt gerade so über mich drüber, wenn ich so ein bisschen mich aufsetze, vielleicht nicht mehr, aber dafür gibt es sicher aus dem Zubehör höhere Windschilde. Und dann habe ich noch vergessen, wieder mal die Aerofelgen, auch wieder zu unserer Rechten, da gibt es halt so viel zu erzählen, eben nicht schwarz beschichtet, sondern hier in eher so einer gräulichen Farbe. Ja, und das ist natürlich ein wirklich kleiner Teil aus der Zubehörpalette, aus der Option 719 Palette. Ich würde jedem empfehlen, dass er das einmal durchspielt im Internet. Ich habe schon einige Stunden verbracht und meine Träume zumindest virtuell verwirklicht. Wird auch dann gleich ausgerechnet, was in Summe zusammenkommt, aber da kann man ja mit dem BMW-Händler dann reden. 1000 Möglichkeiten, das sind nur 3 davon, 3 neue. Könnt ihr mir schreiben, was da eure Favoritin ist. Würdet ihr gerne noch mehr poppigere Farben sehen oder sagt ihr, zu dem Klassiker passt eigentlich eher am besten schwarz und grau? Das ist meine Favoritin natürlich und ja, schenkt mir vielleicht noch einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, abonniert unser Heft, dass ihr auch online lesen könnt und alte Hefte könnt ihr auch bequem nachbestellen. Und damit verabschiede ich mich aus München. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.